Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Es ist nun soweit, Leute. Es ist 12.10 Uhr, ja? Und Bibis Beauty Palace hat nun ihr eigenes Geheimnis gelüftet, meine Freunde. Das Video hat jetzt nach 10 Minuten 500.000 Aufrufe. Aber das ist nicht der Hauptgrund zum Gratulieren. Ich gratuliere euch beiden erstmal zur scheinbaren Verlobung, die man hier sieht. Und ja, zur Schwangerschaft tatsächlich. Bibi, du bist schwanger. Ich gratuliere euch auf jeden Fall echt von ganzem Herzen, Leute. Das muss ich einfach mal sagen. Ich werde euch jetzt nicht einen vorspielen auf, oh mein Gott, First React, YouTube, bla bla bla. Ich hätte das Video jetzt direkt aufnehmen können, aber dachte mir, ich mache etwas anderes draus, meine Freunde. Schaut euch das Video selber an. Es ist extrem gut geworden. Es ist wirklich sehr, sehr cinematisch gemacht. Das Video ist sehr, sehr schön geworden. Schaut es euch auf jeden Fall mal an. Und ich möchte jetzt wissen, da ich jetzt eben mal geguckt habe, wie alt Bibis Beauty Palace ist, denn sie ist 25. Leute, ich bin auch schon 25. Habe ich dann eben überlegt, damn, du musst jetzt eigentlich auch mal checken, bist du überhaupt in der Lage, Kinder zu bekommen? Und vor allen Dingen, wärst du ein guter Vater? Und dafür gehen wir wieder auf die beste Seite der Welt, teste dich, meine Freunde, und schauen einfach mal, bin ich ein guter Dad? Machen wir mal ganz kurz, wäre ich eine gute Mutter, ein guter Vater? Wer wäre dein Vater? Machen wir mal ganz kurz diesen Test, meine Freunde. Natürlich würde das auch voraussetzen, dass ich überhaupt in der Lage bin, Kinder zu bekommen. Das weiß ich auch nicht. Das kann keiner wissen. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass da unten hoffentlich alles tutti ist, oder? Also wenn Julienko das schafft, dann schaffe ich das ja wohl auch, oder Leute? Ich würde sagen, wir machen einfach diesen Test, Leute. Wie gesagt, ich hatte jetzt keine Lust, irgendwie eine gefakte Reaktion auf das Video zu machen oder sowas. Ich habe es mir einfach selber angeschaut. Schaut euch das Video selber an. Hallo erstmal, kommen wir gleich zur ersten Frage. Was sind deine besten Eigenschaften? Flexibel, meistens gut drauf, für vieles offen, kreativ, liebevoll, einsam, organisatorisch, ordentlich, gerecht. Kreativ bin ich. Liebevoll und einfühlsam bin ich nicht. Ich würde sagen, flexibel, meistens gut drauf und für vieles offen, beschreibt mich da doch am besten. Wo wohnst du? In einem mittelgroßen Dorf, in einer Großstadt, in einer größeren Stadt? Da habe ich letztens noch mit jemandem drüber diskutiert. Eigentlich ist Köln ein Dorf, was aber den Charakter einer Großstadt hat. Ich würde fast schon sagen, es ist eine Großstadt, meine Freunde. Aber irgendwie ist es doch so klein, dass man alles fußläufig erreichen kann. Ich sage jetzt einfach mal Großstadt, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Was? Hab's nur gemacht, weil Luca es gemacht hat. Luca? Luca hat auch einen Vaterschaftstest gemacht. Ja, gut. Egal. 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 Juckt mich nicht, Alter. Teste ist mein Revier, okay, Luca? Das sind meine Videos. Such dir was Eigenes, Alter. Ich wohne in der Großstadt. Bist du in festen Händen? Ja, und wir sind sehr glücklich. Ja, aber erst seit kurzem. Nein, ich bin nicht auf der Suche. Nein, ich bin eigentlich auch nicht auf der Suche. Ja, und wir sind super glücklich. Sind wir wirklich, Leute? Was hältst du von künstlicher Befruchtung? Überhaupt nichts. Um ein Kind großzuziehen, sollte man einen liebevollen Partner haben. Eins. Warum nicht? Wenn man einen Kinderwunsch hat, aber einfach nicht den richtigen Partner findet, warum nicht? Ich würde es eher nicht machen, da ich es nicht in Ordnung finde, einem Kind zu verheimlichen, wer der Vater ist. Was hältst du von einer künstlichen Befruchtung? Keine Ahnung. Ich bin halt, also, ein Kerl. Also, ich kann mich halt nicht selbst künstlich befruchten lassen, deshalb... Ich würde schon sagen, also, es gibt ja Leute, die wollen ein Kind haben und wenn der Kerl halt nicht kann, dann gibt es halt meistens keinen anderen Weg als eine künstliche Befruchtung. Deshalb würde ich einfach sagen, warum nicht? Also, ja, warum halt nicht, ne? In deinem Freundeskreis bekommt eine deiner Freundinnen ein Kind und sie quatschen nur noch über Kinderplanung. Was tust du? Mich interessiert das zwar nicht sonderlich, aber ich bleibe trotzdem dabei. Das wäre wahrscheinlich ich. Eigentlich würde ich spontan den Raum verlassen, meine Freunde. Wenn ich das Ganze dabei mal in Klicks umrechne, könnte sich das Kinderkriegen vielleicht doch für mich rentieren. Jetzt habe ich die Seite geschlossen. Was soll das denn jetzt hier? Hallo? 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 Och Mann, jetzt muss ich das normal machen, Alter! In einer Großstadt. Naja, wir sind sehr glücklich. Wir sind super glücklich, sind wir. Warum nicht, sage ich. Warum nicht, ne? Sage ich immer so. Ist doch toll. Mich interessiert zwar nicht, sondern ich bleibe trotzdem dabei. Oh nein, du und dein Freund habt dich aufgepasst. Du bist schwanger. Was tut ihr? Ich hab doch keinen Freund. Wir habt noch. Wir freuen uns total. Wir sollten sowieso bald damit anfangen. Wir haben einen riesigen Schock und freuen uns später darüber. Ja, ich glaube, das wäre tatsächlich die Reaktion. Also nochmal, ich bin halt keine Frau. Deshalb kann ich dazu jetzt nicht viel sagen, wie ich mich fühlen würde. Aber ich glaube, der riesige Schock sitzt auf jeden Fall tief. Definitiv, ja. Spulen wir ein bisschen vor. Dein Kind ist 13 und bemerkst, dass deine Jacke öfter rausgehst. Und du gehst der Sache nach und bemerkst, dass es heimlich raucht. Deine Reaktion. Also, diese Antwortmöglichkeiten, die jetzt hier stehen, sind sicherlich nicht die richtigen. Na warte, auf jeden Fall auf den Erstgesprächen eine Strafe. Ich kann mein Kind doch nicht mit 13 Kettenraucher werden lassen. Frag mich sowieso. Ich meine, jetzt ein paar Jahre vor, wenn mein Kind 13 ist, angenommen, dann bin ich 43 oder sowas so ungefähr. Das ist 2000 und, boah, das ist noch lange hin. Ich weiß gar nicht, ob dann überhaupt noch Zigaretten in Deutschland erlaubt sind. Keine Ahnung. Ich rede es zwar darauf an, aber es wird schon sehen, was davon hat. Ja, nämlich Lungenkrebs in 50 Jahren. Das ist eine tolle Lehre. Super, geil. Ja, es gibt schon eine Strafe. Ich würde schon bestrafen. Ich würde schon sagen, das geht so nicht. Du kannst jetzt nicht rauchen. Kannst du machen, wenn du 14 bist. Mit 13 ist nicht in Ordnung. Ich kann niemals Vater werden, Alter. Ich bin der unreifste Mensch der Welt. Ohne Witz. Wer würde in deiner Familie die Oberhand übernehmen? Auf jeden Fall die Eltern. Das Kind sollte wissen, wer der Boss ist. Ja, yeah, Mann. Mit Zwinkersmiley. Oberhand? Was heißt die Oberhand? Wenn ich eine Familie habe, dann dürfen alle mitbestimmen. Aber alle wichtigen Entscheidungen natürlich noch die Eltern. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau. Das ist doch so weit weg. Kann ich mir erst Gedanken machen, wenn ich schwanger sein sollte. Nochmal, ich bin keine Frau. Ich kann nicht schwanger werden. Aber ich würde sagen, dass alle mitbestimmen dürfen in der Familie und wenn dann das Kind nicht spurtet, dann gibt's Schläge mit dem Kabel oder mit dem Gürtel. Ist eine tolle Idee, oder? Ich glaube, ich wäre echt ein Scheißvater. Mit wie vielen Leuten warst du zusammen? Ah, habe ich nicht nachgezählt, Leute. Waren so viele, du. Bin ich ganz ehrlich, da
Also, ich bin viel rumgekommen. Mach nächste Frage einfach. Und zum Schluss, was wünschst du dir für die Zukunft? Eine große Familie und dass alle gesund und fröhlich bleiben? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich wünsche mir einfach, dass es so bleibt, wie es gerade ist. Endlich meine große Liebe finden, noch einige Dinge erledigen, aber ich hätte später schon gerne eine eigene Familie. Ich habe absolut keine Ahnung, was ich mir wünsche. Ich wünsche mir einfach, dass alles bleibt, wie es gerade so ist und einfach alles geilo ist. Ich hoffe, dass alles geilo bei euch ist. Ja. Auswertung zu 50%. Du bist dir ganz und gar nicht sicher, was du eigentlich willst. Du sollst dir auf jeden Fall klar sein. Du hast wahrscheinlich nicht die nötige Disziplin, die man braucht. Du weißt noch nicht, wo du in 5 Jahren stehen willst. Ich werde auch nicht in 5 Jahren wissen, wo ich stehen will. Ich werde niemals wissen, wo ich stehen will, weil ich lieber sitze. Kann ich kurz einen Tusch für den Witz haben? Nee. Du hast dir leider die Bronzemedaille verdient, aber hey, vielleicht hier irgendwann in ferner Zukunft. Nur ein kleiner Tipp. Finde zuerst einen Mann, den du liebst. Ich bin ein Kerl und kann nur mit einer Frau ein Kind bekommen. Ich kann mit einem anderen Mann, selbst wenn ich in Liebe kein Kind bekomme. Das geht rein anatomisch im Regelfall nicht. Bin ich impotent? Vorurteile über Veganerinnen. Veganer sind impotent. Da muss ich mit Simon mal drüber resten. Impotenztest. So, Impotenztest. Erektionsstörung. Sind sie. Ne, Erektionsstörung ist ja falsch. Unfruchtbarkeit-Mann-Test. So, kann man das irgendwo. Samentest. Kann ich das irgendwo. Mann-Test. Internet. Ich will es im Internet machen. Hallo. Sperma zu Hause testen. Selbsttest für Männer. Bestellen. Ich will es. Spermien zählen auf dem Smartphone. Kann ich hier, warte mal, Vatertest. Gibt's hier nicht noch irgendwas anderes? Bist du bereit für ein Baby? Machen wir das, komm, machen wir das. Wie alt bist du? Bin 20 oder älter. Was machst du gerade? Ich arbeite. YouTube ist keine Arbeit, ne, ganz wichtig. Würdest du heiraten wollen? Auf jeden Fall, wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe, lasse ich sie nie mehr los. Wenn ich unbedingt möchte, ist die Liebe klar, vor allem, wenn wir Kinder haben, Lebensversicherung, etc. Nein, ich möchte nicht heiraten. Ja, auf jeden Fall. Was würdest du wohl in dem Moment tun, in dem dir deine Freundin erzählt, dass sie schwanger ist? Wenn du im Moment keine Freundin hast, dann stell es dir einfach vor. Soll ich mir jetzt, also wenn ich keinen hätte, einfach vorstellen, wie es ist, eine Freundin zu haben oder wie? Ich wäre ziemlich geschockt, würde mit ihr meine Eltern ein ernstes Gespräch über Finanzen, etc. führen. Ja, Leute, wir sind YouTuber, Geld haben wir genug, ne? Ich wäre im ersten Moment ziemlich überrascht nach einem Kurzgespräch mit meiner Freundin, fände ich so eigentlich schon ganz nett. Ja, ich glaube, ich wäre echt derm überrascht. Dann keine Ahnung, dann muss man halt mal gucken, ne? Also, man ist dann halt schwanger, man kriegt halt ein Baby, da muss man sich halt mit arrangieren, ne? Kriegt man hin. Nehmen wir an, deine Freundin würde abtreiben wollen, was würdest du tun? Ich wäre stinksauer, Abtreibung ist Mord. Okay, das geht jetzt hier in eine ganz falsche Richtung. Wenn ich es möchte, kann ich doch nichts dagegen machen. Ich bin schon ein bisschen traurig, aber stehe voll und ganz hinter meiner Freundin. Boah, ich finde, das ist eine sehr schwierige Frage, die ich am liebsten gar nicht erst beantworten wollen würde, weil das ist auch irgendwo schwierig. Ich glaube, das kann man jetzt auch in einem Video gar nicht ernsthaft abhandeln. Ich würde diese Frage jetzt einfach liebend gerne skippen, beziehungsweise darauf jetzt einfach mal nicht eingehen, weil das ist ein Video, welches eigentlich so viel Recherche und Kontext braucht und das ist hier einfach nicht angebracht. Was glaubst du, würden deine Eltern sagen, wenn du ihnen erzählen würdest, dass du Vater wirst? Die würden mich freuen und auf jeden Fall bei dem Baby unterstützen. Sie fänden es vielleicht ein bisschen zu früh, aber würden uns trotzdem bei dem Baby helfen. Sie wären ziemlich geschockt und würden sofort eine Adoption vorschlagen. Ach so, ich werde dann zur Adoption freigegeben von meinen Eltern, wenn ich Vater werde oder wie? Oder wie soll ich das jetzt verstehen? Nee, ich denke, sie würden sich freuen und uns dabei unterstützen, definitiv. Wo wohnst du denn momentan? Ich wohne in einer relativ großen Wohnung, würde aber ein Haus in einer größeren Wohnung umziehen, wenn ich ein Baby im Anmarsch ist. Definitiv würde ich das machen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass ich mein Kind mitten in Köln großziehen wollen würde. Was glaubst du, wärst du für ein Typ Mann, wenn deine Freundin schwanger ist? Der Alten gehen wir mal lieber aus dem Weg, ich bin noch nicht lebensmüde. Okay. Ich achte darauf, dass sie nicht so schwere Sachen trägt und höre ihr zu und tröste sie. Bin für sie da, aber wenn sie mal Gefühlsschwankungen hat, lasse ich sie lieber kurz in Ruhe. Ja, natürlich achte ich drauf und kümmere mich um sie und der erste Satz ist komplett unangebracht. Die Alten gehen lieber aus dem Weg, ich bin noch nicht lebensmüde. Ja, ich bin auf jeden Fall tatsächlich nicht so, auch wenn das viele Leute von mir denken, ich würde schon helfen. Das Kind bedeutet eine sehr große Verantwortung, kostet viel Zeit und Geld. Warte mal, Kinder kosten Geld? Ich krieg doch Kindergeld. Ich dachte, ich bin da mit dem Plus. Bin ich nicht? Wärst du bereit, finanziell und beruflich mehr einzuschränken? Es würde mir schon sehr schwer fallen. Momentan würde es mir wirklich schwer fallen, mich beruflich mehr einzuschränken, weil ich, glaube ich, gerade einen 14-Stunden Arbeitstag habe mit Musik produzieren und Videos machen und Streaming und noch anderen Geschichten. Dementsprechend ist es, glaube ich, gerade sehr schwierig und vielleicht einfach nicht der richtige Zeitpunkt. Wenn ich abends nach Hause komme, freue ich mich auf eine ruhe, entspannte Zeit für mich alleine, nur Zeit mit mir und meiner Freundin. Ja, definitiv. Du kannst es kaum erwarten, Vater zu werden und freust dich auf die gemeinsame Zeit. Hä? Das macht gar keinen Sinn, das macht überhaupt keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn, dieses Ergebnis. Also Leute, wenn ich ehrlich bin, jetzt offen mit euch gesprochen, ich habe noch, glaube ich, 10, 20 Jahre Zeit, glaube ich, weiß ich nicht.
dann kann man ja mal überlegen, was da kommt oder auch nicht. In diesem Sinne, Glückwunsch an Bibi und Judenko. Ich denke mal, dass ihr beiden das auf jeden Fall richtig, richtig gut hinbekommt und freue mich auf jeden Fall drauf, Partneronkel zu werden. Schreibt mir einfach bei Twitter. Ich würde mich echt freuen, der Partneronkel zu sein. Falls nicht, dann ist das auch in Ordnung. Ich möchte auf jeden Fall zur Taufe eingeladen werden, falls euer Kind getauft wird. Ja, Hochzeit und sowas Einladung, die kommt ja dann sicherlich auch bald noch, ne? Also Leute, Daumen nach oben da lassen. Immer schön dabben. Geiles Video wieder. Toll. Schön Klicks auf andere Leute nacken. Das kann ich. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.